Mädel, Servus und ein herzliches Willkommen beim Frank Herbert. Ja Leute, heute gibt es ein kleines Spezialvideo. Und zwar hat dieser Kanal mittlerweile 5000 Abonnenten. Das ist einfach unfassbar. Und dafür möchte ich mich herzlich bedanken. Und da habe ich mich natürlich nicht lumpen lassen und habe mal einfach alle Modelle hier einmal rausgeholt, die ich habe. Und die wollte ich mal einmal hier zeigen. So, da müsste die Kameradame mal einmal etwas näher rankommen hier. Wir haben hier noch eine weitere Dame, die hilft ja auch ein bisschen mit, also nicht irritieren lassen. Ich fange an hier mit dem schwersten Modell. Das ist der Königstiger 2 mit Rudolf. Dann hinter den Panzer haben wir auch schon das kommunikativste Modell, und zwar das Medelfon von der deutschen Medelcom. Ich ruf an, du, passiert gar nichts. Ich weiß gar nicht, warum ich überhaupt noch bei denen anrufe. Wenn die keinen Bock auf ihren Job haben, sollen sie sich ein anderes suchen. Richter, Anwälte, Geschworene und was weiß ich, die würden wirklich was machen können. Die übernehmen einen Scheiß! Ein Telefon, der wo telefoniert, und das funktioniert auch gut. Ich habe es jetzt nicht angeschlossen, aber das funktioniert also. Hier oben haben wir das Wongling Wongel. Ja! Ja, hier unten zentral in der Mitte ist praktisch mein erstes Modell. Das ist die Schanze, nachgebaut im Maßstab 1:82. Und da hatte ich jetzt neulich noch mal ein Video mitgemacht. Und da hatten sich viele gewünscht, dass ich doch da bitte mehr Videos von mache. Und zwar ganz speziell Stop-Motion-Videos. Ich habe mir das notiert und ich denke, das nächste Video wird auch ein Stop-Motion-Video. Ich habe da auch schon konkrete Planung. Also da kommt auf jeden Fall was. Das kann ich schon mal sagen, da werde ich verstärkt auf jeden Fall ein bisschen was machen. Ja, dann haben wir hier im Hintergrund noch einmal eine Zeitschrift. Das hat jetzt überhaupt nichts irgendwie mit meinen Modellen zu tun, aber ich finde es cool. Bereits im Frankenland sehen Häuser aus wie nach einem atomaren Erstschlag. Ja, hier oben drüber haben wir die Drachenlord-Figuren. Da hatte ich ja damals mal die Figur praktisch um einen Karton ergänzt. Und da muss ich noch mal ganz klar sagen, die Figur, da habe ich überhaupt gar nichts mit zu tun. Also die habe ich im Prinzip einfach runtergeladen, und auch noch mal vielen Dank an den Erschaffer. Ich weiß bis heute nicht, wer die designt hat, die Figur. Wäre cool, wenn derjenige sich mal bei mir melden könnte. Also den würde ich auch gerne persönlich noch mal Dank sagen. Wir haben hier den sogenannten, ich habe den Namen schon fast vergessen. Das ist hier der Medelcopter, genau, der Medelcopter. Das ist im Prinzip ein Monocopter, den habe ich mir ausgedruckt aus 3D. Hallo, was ist denn hier jetzt? Vielleicht einmal hier, was ist da? Ein wenig leiser, gell? Ja, den Medelcopter, das ist also ein Monocopter, da habe ich mir die Teile damals runtergeladen, ausgedruckt. Das war echt saumäßig schwierig, dieses Teil zu bauen, weil es ist halt echt instabil und mit dieser Steuerung und alles Mögliche und ja, echt nicht leicht. Ja, dann habe ich des Weiteren überall mal noch so ein paar 3D-Druckteile rumstehen. Die sind aber auch nicht von mir. Also ich habe die nur ausgedruckt. Ich habe die aber nicht designt. Jetzt müssen wir mal hier ein bisschen ruhiger, ne? Bisschen leiser, ne? Bisschen ruhiger. Ja. So, also dann haben wir hier unten noch den... Das Radlmodell. Das Radlmodell ist ein Funktionsmodell, das funktioniert auch. Stufenlos einstellbar, und es ist halt echt schön. Also ich könnte mir dieses Modell auch vorstellen in einer psychologischen Praxis. Da gibt es ja immer so komische Modelle, und ich glaube, das wäre da ganz cool aufgehoben.
So, dann habe ich ja noch hier den ferngesteuerten Lord. Der ist auch ziemlich cool. Eins meiner Lieblingsmodelle. Der gefällt mir echt richtig gut. Also ich mag den. Meine Freundin, Grüße gehen raus, sie hat diese Hose sogar genäht. Richtig cool. Unglaublich. Ja, dann haben wir ich fahre nicht Motorrad, weil ich es cool finde, sondern weil ich es gerne fahre. Und abgesehen davon fahre ich kein Motorrad. Das ist auch eins meiner Lieblingsmodelle, weil das halt, da kann man echt richtig Spaß mit haben. Also das macht wirklich Spaß, mit dem Teil zu fahren. Ich liebe das einfach, dieses Modell. 1510 Kubik natürlich. Ja, und dann haben wir hier unten schon in Rot den Rudia 4 in ganzer Pracht. Das ist auch eins meiner Lieblingsmodelle. Ich habe so viele Lieblingsmodelle, das ist einfach nur richtig cool. Da muss ich ganz ehrlich sagen, also... Ja, genau, dann kommen wir auch schon zum Quartett. Ich habe ja so ein Quartett designt hier an Schauerberger Persönlichkeiten. Im Hintergrund das Vonglopoli, das zeige ich nochmal. Ich wusste nicht, wo ich es hinstellen kann, deswegen habe ich es mal hier hinten hintergestellt. Das habe ich im anderen Video auch schon gesagt. Ich habe die letzte Version eigentlich gar nicht. Ich habe ja eins im Video vorgestellt, das habe ich verschenkt. Und das ist eine Vorabversion, da fehlt hier noch der schwarze Kasten drum. Hier steht auch noch frei parken, das habe ich umbenannt in frei park, ne? Das ist noch korrekt geschrieben hier, also das ist noch so eine alte Version. Ich habe von meinem eigenen Spiel praktisch nicht mal die neueste Version. Muss ich mir mal vielleicht drucken lassen. Ja, dazu dann hier natürlich diese ganzen Karten, die will ich jetzt nicht nochmal extra zeigen, da habe ich ja auch ein eigenes Video für gemacht, das könnt ihr euch gerne angucken. Dann habe ich hier gefunden bei Matchbox Moving Parts. Das war das einzigste, was ich finden konnte, aber das ist halt leider zu groß. Ich habe das hier nochmal ausgepackt. Das passt halt leider nicht, aber du findest halt kein kleineres Modell von diesem Ranger. Abgesehen davon ist die Qualität irgendwie schlecht. Also wenn man sich hier diesen Reifen anguckt, der würde auf jeden Fall keinen TÜV bekommen, weil der steht ja hier völlig ab. Ja. Genau. Also da ist nichts mit Ranger und Schanze, aber ist egal. Hier habe ich noch eine Schanze, die habe ich auch ausgedruckt. Also die habe ich auch nicht designt. Hier, das hatte ich gerade abgedeckt hier. Das ist ein altes Modell von mir gewesen. Das ist der russische Lord. Also ich lasse es einfach so, wie es ursprünglich war. Und jeder kann sich da sein eigenes Meinung drüber bilden. Ja. Und dann haben wir hier oben noch was ganz Besonderes. Ist vielleicht noch gar nicht so richtig aufgefallen. Hier haben wir noch das Metal Plane. Da ist der Pilot, hier ist ein bisschen nach vorne gerutscht. Das weiß ich auch nicht warum. Da haben wir das Metal Plane. Ein Flugzeug, der wo fliegt. Also es fliegt echt schlecht. Vor allen Dingen hier, dann sind diese Räder hier, die sind auch nicht so der Hit. Abschließend vielleicht noch zu sagen, es wird auf jeden Fall die ein oder anderen Modelle noch geben von mir und ich werde auf jeden Fall jetzt ein paar Videos machen von der Schanze, denn das habt ihr euch ja gewünscht. Also da wird auf jeden Fall was kommen und in diesem Sinne würde ich sagen, Metal off.